Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns vielleicht einmal das Selbstständigmachen ansehen. Und zwar, wie Selbstständigkeit, Entfaltung und Erfolg zusammenhängen. Und zwar wirklich zusammenhängen auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Dann wird vielleicht dem einen oder der anderen klar, warum es in ihrem Leben, in ihrer Selbstständigkeit bisher nicht so geklappt hat, wie das gewünscht war. Denn auch ein scheinbarer Misserfolg im Außen kann von einer tieferen Ebene aus gesehen durchaus als ein Erfolg erscheinen. Wie dieser Widerspruch aufzulösen ist und wie das für sich zu klären ist, damit wollen wir uns in diesem Video befassen. Und zwar ganz im Einzelnen. Dann wird ja auch ganz klar, wie Selbstsabotage funktioniert und warum das von einer tieferen Ebene aus gesehen sehr sinnvoll ist. Aber fangen wir einfach mal an, um überhaupt erstmal in das Thema reinzukommen. Ich will mich selbstständig machen. Schon alleine dieser Satz kann uns ganz viel sagen. Denn da geht es sofort um das Machen, um das Tun. Im Grunde genommen bin ich schon mit dieser Einstellung wieder in der Falle, die sich in unserem Leben an jeder Ecke zeigt. Denn dann bin ich hier und dort ist dann die Selbstständigkeit. Was bedeutet das aber? Was mache ich im Grunde genommen dadurch ganz automatisch auf einer tieferen Ebene? Was mache ich, wenn ich mit dieser Einstellung an meine Selbstständigkeit herangehe? Wenn ich sage, natürlich völlig unbewusst, ich bin hier und dort ist die Selbstständigkeit und ich muss etwas machen, ich muss etwas tun, ich muss mich anstrengen, um dahin zu kommen. Kann mir diese grundsätzliche Einstellung überhaupt die Erfüllung bringen, die ich mir wünsche? Und kann ich dann überhaupt jemals befriedigend einfach aus mir selbst herausleben? An diesem kleinen Schaubild wird sofort klar, dass das im Grunde, und ich meine von einer tieferen Ebene, einer viel tieferen Ebene aus, das völlig unmöglich ist, weil ich von vornherein davon ausgehe, dass ich von meiner Selbstständigkeit getrennt bin. Stell dir einfach mal diese ganz einfache und fast banal klingende Frage: Kann ich überhaupt jemals zu etwas werden, von dem ich getrennt bin? Mach dir das vielleicht mal an der Natur klar. Ist ein Kirschbaum von sich getrennt, wenn er selbst sein will, nämlich ein Kirschbaum? Nein, ein Kirschbaum ist von vornherein auch ein Kirschbaum und wächst dann einfach. Und strebt nicht irgendetwas an, von dem er getrennt ist. Das hört sich vielleicht für einige wie Haarspalterei an, aber du wirst gleich noch sehen, wie wichtig und hilfreich es ist, wenn ich mir die ganze Situation einmal ganz klar mache. Und zwar von einer ganz grundsätzlichen Ebene aus. Und wie hilfreich das für dich sein kann, in deiner Selbstständigkeit zu leben. Es ist schon wesentlich sinnvoller zu sagen, ich will selbstständig sein, um den darunterliegenden Konditionierungen und Grundprägungen immer mehr auf die Spur zu kommen. Denn was bedeutet, ich will selbstständig sein? Das bedeutet, ich will ständig ich selbst sein, mich daraus entfalten, mehr werden und wachsen. Das ist ja für viele überhaupt der Antrieb, die Motivation, aus dem Hamsterrad auszubrechen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und auch schon wieder in diesem Ausspruch, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, der kann uns gute Hinweise geben.
Denn wenn ich etwas wage, dann gehe ich ein Risiko scheinbar ein. Ein Risiko, in dem auch eine Gefahr lauert. Wir kommen also immer tiefer und tiefer zum Kern der Geschichte. Denn viele, die diesen Schritt dann wagen, kennen diese gegensätzlichen Gefühle. Auf der einen Seite die Freude, gleichzeitig ist aber da auch so eine Art mulmiges Gefühl, sag ich mal. Bei manchen entwickelt sich dann dieses mulmige Gefühl auch sofort zu einer so diffusen, unterschwelligen Angst. Die wird aber gerade in der Anfangsphase einfach wegrationalisiert, obwohl das ganz tief sitzende Gründe hat, dass gerade diese Gefühle auftauchen. Aber da kommen wir jetzt immer mehr und mehr zu. Schauen wir uns aber jetzt erst einmal die grundsätzliche Lebenstendenz an. Also die Motivation, die hinter allem unserem Tun, hinter allem unserem Verhalten steckt. Grundsätzlich geht es da immer nur in zwei Richtungen. Entweder weg von Unwohlsein, von Schmerz und Leid oder hin zu Wohlfühlen, Wohlsein und Freude. Das sind die grundsätzlichen Richtungen, die von einer ganz, ganz tiefen Ebene jedes unser Verhalten steuern. Das kann jeder für sich auch ganz praktisch ausprobieren und überprüfen, dass das stimmt. Nimm irgendein Verhalten in deinem Leben oder irgendetwas, was du haben möchtest, einen Wunsch oder so, und frag dich mal, warum? Warum ist das so? Warum verhalte ich mich so oder warum will ich das haben? Wenn du dann einfach immer weiter fragst in dieser Fragenkette, wenn irgendwas auftaucht, fragst du wieder, warum ist das so? Taucht was Neues auf, fragst du wieder, warum? Wenn du einfach weiter fragst und nimmst dir mal die Zeit, dann wirst du feststellen, dass letztendlich du immer genau bei diesen beiden Punkten landest. Es gibt ja so ein System, solche Fragenketten aufzubauen, aber darum geht es ja hier nicht. Du wirst immer bei dieser grundsätzlichen Tendenz, bei diesen zwei Richtungen landen. Und diese grundsätzliche Lebensmotivation, die wirkt bei uns Menschen von einer ganz, ganz tiefen Ebene, was bis in die biologische Ebene hineingeht. Das kannst du auch sofort wieder überprüfen, wenn du zum Beispiel mit deiner Hand dich einer heißen Herdplatte näherst, dann brauchst du da nicht rational zu überlegen, dass du die Hand eben weg von Schmerz und Leid und hin zur Freude, sprich von der Herdplatte, wegbewegst. Daran merkst du, dass das ganz, ganz tief sitzend ist. Aber zurück zum Wunsch nach Selbstständigkeit. Hast du dir schon jemals die Frage gestellt, was dir das wirklich bringt? Dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, nach Entfaltung, nach Wachstum, nach Selbstbestimmung, bringt dir das mehr Freude oder bringt dir das mehr Leid? Vorschnell antworten wir natürlich, das bringt mir mehr Freude. Dann kann ich selbstbestimmen, dann kann ich wachsen, dann kann ich mich entfalten. Das sind aber Sachen, die wir aus der Sicht des Erwachsenen sehen. Aus der Rationalität, wo wir unsere Prägung, unsere frühkindlichen Prägung überhaupt nicht berücksichtigen. Also nochmal die Frage, stell sie dir einfach mal ganz in Ruhe. Vielleicht schließt du die Augen, fragst mal so nach innen. Bringt mir eigentlich meine Selbstständigkeit mehr Freude oder mehr Leid? Und dann hau ich einfach mal. Wenn es dir wirklich, wirklich, wirklich von der tiefsten Ebene her mehr Freude in dein Leben bringen würde, dann würdest du ganz automatisch in die Richtung von immer mehr Entfaltung, immer mehr Wachstum gehen, weil du dann von der tiefsten Ebene, sogar von der biologischen Ebene aus, unterstützt und in diese Richtung motiviert würdest. Wenn es aber da noch irgendwo hakt oder vielleicht sabotiert wird, dann muss also von tiefster Ebene aus eine ganz andere Prägung wirken. Und da wollen wir uns jetzt einmal noch intensiver mit befassen, also noch tiefer ins Eingemachte gehen.
Und dann wirst du immer mehr und mehr feststellen, dass alles, was jetzt im Rahmen deiner Selbstständigkeit passiert, völlig logisch ist und seine Gründe hat. Allerdings Gründe in der frühesten Kindheit. Also schauen wir uns einmal ganz im Einzelnen an, wie das bei uns allen in unserer frühesten Kindheit aussah. Und zwar behaupte ich wirklich, hier in Deutschland bei uns allen. Denn die wenigsten sind aufgewachsen wie der Dalai Lama. Sehen wir uns einmal an, wie das normalerweise, also genormterweise, passiert. Was geschieht, wenn wir geboren werden? Und zwar in den ersten 2 bis 5 Lebensjahren, also in unserer frühesten Kindheit. Nun, der Wunsch nach freier Entfaltung, einfach ich selbst zu sein, mich entwickeln zu wollen, frei entfalten zu wollen, der ist in jedem Kind angelegt. Das ist ja schließlich das grundsätzliche Lebensprinzip. Jeder Kirschbaum will sich entfalten, und zwar als Kirschbaum, genauso wie jeder Hase sich entfalten will, und zwar als Hase. Nur bei uns Menschen läuft das etwas anders ab. Bei uns ist dieser Wunsch nach freier Entfaltung auch da in frühester Kindheit. Aber was passiert dann? Durften wir alle uns einfach genauso frei entfalten, wie es in der Natur geschieht? Sehen wir uns doch einfach mal an, was wirklich in den ersten Lebensjahren bei unserer Erziehung, die wir alle durchlaufen haben, abläuft. Jedes kleine Kind versucht aufgrund der ganz natürlichen Lebenstendenz natürlich sich zu entfalten. Aber wird es darin, in dieser freien Entfaltung, auch wirklich von den Eltern, vom Umfeld, von der Gesellschaft unterstützt? Oder wird es nicht vielmehr immer mehr in seiner Freiheit? Was für Erfahrungen habe ich wirklich gemacht, wenn ich mich selbst entfalten, selbst für mich wachsen, selbst für mich bestimmen, ständig ich selbst sein wollte? Was für Erfahrungen habe ich gemacht und was habe ich dadurch gelernt? Wie bin ich wirklich, also so, dass es auch Wirkungen zeigt, geprägt worden? Es lohnt sich und ist für mich heute ganz, ganz hilfreich, wenn ich da wirklich einmal ganz ehrlich und ganz sachlich und neutral und ohne jede Bewertung. Was für eine Konsequenz hat mein Wunsch und auch mein Verhalten in die Richtung, dass ich mich als kleines Kind völlig frei entfalten wollte, wirklich gehabt? Was ist auf mein Verhalten? Was ist aus meinem Umfeld für eine Reaktion erfolgt, wenn ich als kleines Kind den Wunsch nach freier Entfaltung, nach Wachstum meines Seins auch wirklich angefangen bin, in die Tat umzusetzen? Habe ich dann erfahren und dadurch dann natürlich auch automatisch erlernt, dass das Leben, meine Umwelt, mich in meinem Wunsch fördert, mich unterstützt, sich an meiner Entfaltung freut? War die Konsequenz, also der Erfolg, das, was erfolgte, Belohnung und mehr Freude für mich? Wie war das bei dir? Nimm dir einfach mal einen Moment Zeit und lass das für dich Revue passieren. Ich schätze mal, dann wird es wie bei jedem von uns in eine etwas andere Richtung gelaufen sein. In der Regel ist es ja eher so, dass mein Umfeld meinen Wunsch nach freier Entfaltung als kleines Kind, also dass ich frei und ständig immer ich selbst bin, ich mich selbst bestimme, ich aus mir selbst heraus wachse, dass das eher abgelehnt wird, dass das nicht gewollt ist vom Umfeld. Und nicht nur nicht gewollt, sondern dass das verboten ist. Und wenn ich das dann trotzdem als kleines Kind versuche, dann hat das Konsequenzen.
dann erfolgt aber eben eher Bestrafung und noch mehr Leid für mich. Das bedeutet also, dass mein Wunsch nach freier Entfaltung, nach selbstständig sein, bestraft wird, dass das nicht gut geheißen wird, sondern abgelehnt. Das bedeutet also, dass wir alle als kleine Kinder gelernt haben, dass der Wunsch nach freier Entfaltung und damit auch nach selbstständig sein, aus sich selbst heraus sein, eher mehr Leid mit sich bringt, anstatt wachsende Freude. Und wenn ein kleines Kind diese Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, dass freie Entfaltung und auch das Verhalten in die Richtung eher mit wachsendem Leid, mit wachsender Ablehnung und damit mit wachsendem inneren Schmerz verbunden ist, anstatt, wie gewünscht, mit mehr Freude, mit mehr Wohlsein, dann wird das ganz automatisch Folgendes lernen: dass der Wunsch nach freier Entfaltung, nach ständig Ich-Selbst-Sein, also nach Selbstständigkeit, gefährlich ist, nur mehr Schmerz bringt und in Zukunft zu vermeiden ist. Und so bildet sich dann eben eine ganz, ganz tief sitzende Prägung, die wir alle erlernt haben und die unser ganzes weiteres Leben von dieser tiefen Ebene aus auf unser ganzes Verhalten Auswirkungen hat. Und da spielt es dann keine Rolle, wie wir uns später als Erwachsene die Selbstständigkeit rational ausmalen. Es wirken immer die Prägungen von dieser tief sitzenden Ebene aus und die setzen sich immer durch, weil die ja direkt verknüpft sind mit unseren Überlebensinstinkten. Denn für ein ganz, ganz kleines Kind war es überlebenswichtig, dass es angenommen und geliebt wird. Jetzt, wo wir uns den ganzen Sachverhalt einmal genauer angesehen haben, wird auch völlig klar, woher es so oft kommt, dass beim Erwachsenen der Wunsch nach Selbstständigkeit oft in scheinbaren Misserfolgen mündet. Weil es ja zwei Ebenen sind. Der Erwachsene sagt, ich will selbstständig sein, mich entfalten und wachsen. Schon alleine, indem er diesen Wunsch wieder an die Oberfläche bringt, beginnt aber die tief sitzende, steuernde Prägung, die alles Verhalten steuert, anzuarbeiten. Weil die sagt, das bringt nur mehr Leid, Unwohlsein, Schmerz und Ablehnung. So entsteht dann eben Selbstsabotage. Weil im Grunde genommen ist es ja so, dass der Erwachsene sagt, das will ich jetzt in meinem Leben haben, das will ich leben. Und die steuernde Prägung darunter, die sagt, lass die Finger davon. Und je mehr der Erwachsene sich dann bemüht und Energie in seine Selbstständigkeit steckt, umso mehr taucht auch wieder diese grundsätzliche Prägung auf und beginnt zu wirken. Und weil die Prägung aus unserem Unterbewusstsein heraus wirkt, kann ich mich dann da als Erwachsener auf dieser oberflächlichen Ebene bemühen und anstrengen, so viel wie ich will, und dann noch so viel Energie reinsetzen. Es wird sich letztendlich immer diese Prägung durchsetzen, so lange, bis ich sie endlich aufgelöst habe. Und so paradox es sich anhört, aus der Sicht dieser tief sitzenden Prägung, da ist ein scheinbarer Misserfolg an der Oberfläche des Erwachsenen am besten, wenn er dann sogar seinen Wunsch nach Selbstständigkeit und freier Entfaltung wieder aufgibt. Das ist aus Sicht der Prägung, ist das ein Erfolg, weil das dadurch erreicht wurde, dass Leid, Unwohlsein, Schmerz und Ablehnung vermieden wurde. Und wenn ich diese scheinbare Selbstsabotage, die aber aus der Sicht der Prägung sehr erfolgreich ist, nun, wenn ich anfangen will,
die bewusst aufzulösen, dann muss ich mir das natürlich vorher erst einmal klar machen. Und eines dürfte jetzt wohl jedem klar sein, dass ich mich auf der oberflächlichen Ebene als Erwachsener anstrengen kann, wie ich will, in meinem Wunsch, mich frei zu entfalten, selbstständig zu sein und aus meiner Selbstständigkeit herauszuleben. Da kann ich noch so viel Energie reinstecken, es wird sich immer die aus dem Unterbewusstsein kommende Prägung, die ich direkt damit anstoße, durchsetzen. Also muss ich zuerst beginnen, die aufzulösen und die wieder für mich arbeiten zu lassen und nicht, dass sie unbewusst gegen mich arbeitet. Weil ich ja dann natürlich völlig unbewusst einen inneren Kampf gegen mich selbst führe, den ich aber so in dieser Rollenverteilung, wie das momentan dann abläuft, einfach nicht gewinnen kann, weil die Kraft der Prägung direkt aus dem Unterbewusstsein, aus einer ganz tiefen Ebene herauskommt. Wo wir uns das jetzt klar gemacht haben, wird auch diese kleine Grafik hier jedem einleuchten, woher es also kommt, dass für viele Menschen ihr Tun, auch ihre Selbstständigkeit immer energieraubender wird und für andere eben immer energiebringender. Weil eben für die einen Erfolg bedeutet auf dieser tieferen Ebene, oh, das bringt mir immer mehr Leid, das kostet dann immer mehr Kraft. Und für die anderen, die das für sich geklärt haben, bringt es halt immer mehr Freude, die Entfaltung und die Selbstständigkeit, wenn sie immer mehr ständig aus sich selbst heraus sein können. Wenn wir uns das jetzt soweit klar gemacht haben, dann wird auch der nächste Punkt sehr einleuchtend, den ich jetzt noch ganz kurz ansprechen möchte. Und zwar, wenn wir uns einmal daran erinnert haben, wie wir geprägt wurden, was wirklich passiert ist, wenn wir uns als kleines Kind einfach frei entfalten wollten, einfach selbstständig wir selbst sein wollten und daraus dann unser Leben entfalten wollten, dann wird auch klar, woher es kommt, dass bei manchen oder bei vielen eigentlich, die sich selbstständig machen, so in der Phase, wenn sie sich das alles schön ausmalen und ich mache mich jetzt selbstständig und dann geht das in den Kopf und dann gibt es irgendwelche Zielplanungen, soweit läuft das ganz gut. Wenn aber auf einmal der Punkt kommt, dass sie mit ihrer Selbstständigkeit auch wirklich da sein sollen, sprich im Leben nach außen hingehen sollen, sich präsentieren sollen und sagen, so bin ich selbst und so bin ich ständig, dann taucht bei vielen sofort so eine Hemmung auf. Woher das kommt, lässt sich auch ganz klar ans Tageslicht holen. Wenn du dich einfach mal fragst, wie durftest du dich überhaupt als Kind entfalten? Und zwar dann, als du dich schon daran gewöhnt hattest, dass du immer mehr eingeschränkt und eingegrenzt wurdest in deinem Verhalten, als die Prägung schon eingesetzt hat. Durftest du dich dann frei und offen entfalten oder eher sehr begrenzt und heimlich? In der Regel war es ja dann in unserer Kindheit so, dass wenn wir diese Prägung erst einmal gelernt und in unser System, sag ich mal, übernommen haben, dass wir uns dann nur noch entfalten konnten, heimlich, sag ich mal, zum Beispiel, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, also immer in einem sehr begrenzten Raum, also immer heimlich und sehr stark begrenzt, weil wir ja gelernt haben, dass alles andere abgelehnt wird, vielleicht sogar bestraft wird. So, wenn wir aber jetzt als Erwachsene auf dieser oberen, oberflächlichen Ebene uns selbstständig machen, dann müssen wir auf einmal wieder frei und offen unsere Selbstständigkeit, unsere Entfaltung, unsere Selbstbestimmung leben. Dann taucht wieder das direkte Berühren dieser tiefen Prägung auf und die fängt dann wieder an zu wirken. Daher kommt das ja, das kennen sicherlich auch viele, wenn sie sich selbstständig machen, dann haben sie von mir aus eine tolle Praxis und haben das eingerichtet und fühlen sich auch ganz gut, solange wie das dann noch, ich sag mal, heimlich und begrenzt ist,
In dem Moment, wo aber die Neueröffnung angestanden hat und die sollen frei und offen so ins Leben treten, dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Denn wenn ich als Kind einmal gelernt habe und das Teil dieser Prägung ist, dass wenn ich mich überhaupt noch entfalten darf, dann immer sehr begrenzt und immer heimlich, dann ist es natürlich schwer als Erwachsener auf einmal, wenn diese Tendenzen wieder auftauchen, diese Unsicherheiten, die auch dann entstehen, manchmal auch wirkliche Ängste, dagegen anzukämpfen und versuchen, diesen Impuls von innen heraus zu unterdrücken. Der ist sowieso immer stärker und setzt sich durch, weil es aus dem Unterbewusstsein kommt. Nun, ich hoffe, es ist mir gelungen, dir mit diesen paar Grafiken und mit diesem kleinen Video etwas mehr Klarheit in diese ganze Situation zu bringen, weil es ist schon alleine hilfreich, wenn ich Klarheit darüber habe und nicht einfach auf der Oberfläche anfange, mich da noch mehr und noch mehr und noch mehr anzustrengen. Vielleicht sogar noch mehr Geld zu investieren, weil das bringt alles nichts, wenn die darunter sitzende Prägung nicht aufgelöst ist und so transformiert wurde, dass sie auch für mich, für mein Leben wieder arbeitet. Denn diese scheinbar selbstsabotierenden Kräfte in uns oder Programme, es sind alles Bewusstseinseinheiten, die haben ja im Grunde genommen für uns ein ganz positives Ziel, weil die schließlich in der Kindheit entstanden sind, also in der frühesten Kindheit. Die haben schließlich als Ziel gehabt, uns vor Leid, Schmerz und Unwohlsein zu schützen. Wir müssen die aber halt auflösen, diese Energie wieder freisetzen und transformieren, dass sie heute als Erwachsener auch für uns arbeitet und unterstützend wirkt und nicht sabotierend. Nun, wie ich das machen kann, ist recht einfach. Jeder, der das kreative Quantenbewusstsein kennt, der weiß, wie es geht. Für die, die es nicht kennen, setze ich hier den Link rein. Jetzt wünsche ich dir erst einmal, dass du diese Informationen auch praktisch für dich in deinem Leben nutzen kannst. Und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.